Die Landwirtschaft steht heute und in Zukunft vor vielen Herausforderungen. Steigende Rohstoffpreise und sinkende Einkommen oder abnehmende Bodenfruchtbarkeit und geringere Erträge machen den Betrieben zu schaffen. Aber auch Klimawandelfolgen und Wetterextreme erschweren die Bewirtschaftung. Auch die Verarmung der Landschaft und der Biodiversitätsverlust sind Themen, die die Landwirtschaft bewegen. Viele Betriebe denken daher über Möglichkeiten nach, diesen ökonomischen und ökologischen Herausforderungen zu begegnen. Dabei stoßen sie auch auf das Thema Agroforst. Kann Agroforst Antworten auf diese Fragen liefern? Und vor allem, was ist Agroforst eigentlich? Unter Agroforst versteht man die Kombination von Bäumen auf Äckern oder Grünland. Und während es sich im Grünland um eher traditionelle Systeme wie zum Beispiel Streuobstwiesen handelt, ist es im Ackerbau ein eher neues Konzept oder eigentlich müsste man sagen ein wiederentdecktes Konzept. Auf der einen Seite kann der Betrieb profitieren, indem durch die Diversifizierung zusätzliche Einkommensmöglichkeiten geschaffen werden, sei es aus Wertholz oder in vielen Jahren durch die Fruchtnutzung. Auf der anderen Seite gibt es viele ökologische Vorteile. Baumreihen können Schutz vor Wind- und Wassererosion bieten und das Kleinklima und die Bodenlebewesen positiv beeinflussen. Bäume speichern auch sehr viel CO2 in ihrer oberirdischen und unterirdischen Biomasse und können so einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Und nicht zuletzt sind sie für die Förderung der Biodiversität wichtig, weil sie Lebensräume und Strukturelemente in die Landschaft bringen. Einige Pionierbetriebe haben bereits Agroforst umgesetzt und profitieren von den verschiedenen Vorteilen. So unterschiedlich wie die Betriebe sind auch die umgesetzten Agroforstsysteme. Wir machen Agroforst, um in der ausgeräumten Landschaft wieder Lebensraum zu schaffen und verschiedenes Schalenobst zu produzieren. Wir machen Agroforst, weil uns der Erhalt der Artenvielfalt wichtig ist. Neben der Förderung von Insekten und Wildtieren fördern wir damit aber auch den Erhalt von alten Obstsorten. Wir setzen Bäume auf dem Acker, damit große Schläge geteilt werden, Wertholz produziert wird und wieder mehr Bäume in der Mostviertler Landschaft stehen. Ich habe eine Agroforstanlage, damit die Landschaft abwechslungsreicher wird und sich das Kleinklima verbessert. Wir haben eine Agroforstanlage, damit unsere Buchen Schutz und Schatten auf der Weide haben. Wir haben eine Agroforstanlage, weil wir unsere Äcker vor Erosion schützen wollen, weil wir dem Klimawandel etwas entgegenhalten möchten und weil wir die Landschaft ästhetisch schön gestalten wollen. Ich mache Agroforst, um das Mikroklima und das Landschaftsbild positiv zu beeinflussen. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FIBEL untersucht die Möglichkeiten und Chancen, die Agroforst den Betrieben bietet und begleitet sie bei der Umsetzung.